Hallo, ich bin das Dildo-Männchen. So, moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Ich bin Ernie, nein, das war ein Spaß. Ich bin Trykicks und ihr habt entschieden, oder eine Person hat entschieden, der Gruß geht raus, Toastbrot TV hat entschieden, wir züchten jetzt die Triops Longi Caudatus Black. So, ja, was brauchen wir denn dazu alles? Ich habe heute außerdem Begleitung. Hallo! Ich wollte gerade sagen, du kannst aber Hallo sagen. Genau, ich habe Begleitung und meine Begleitung wird unter allem auch Fragen stellen, jetzt zu den Triops passend. Also, ich habe hier eingekauft. Und zwar habe ich hier so kleine Schädchen. Ich glaube, da macht man Soßen rein oder sowas. Irgendwie. Und dann habe ich hier, wir können jetzt also ordentlich erstmal kräftig einen ausschenken, würde ich sagen. Also, Prost, Leute. Schnallt euch an, jetzt beginnt die nächste Zuchtreise. Wie gesagt, Triops Longi Caudatus Black werden wir züchten. Hier haben wir noch weitere Arten, die ich demnächst züchten werde. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Longis, um die Blackies. Hier ist wieder mein Wundermittel, das nennt sich destilliertes Wasser. Wie man sieht, ich mache das immer noch mit Desti. Jeder, der was anderes sagt, es geht besser mit Teichwasser, es geht besser mit Aquariumwasser, es geht besser mit irgendwelchen anderen Wasser. Ich bin der Meinung, es geht besser mit destilliertem Wasser. Und warum das so ist, habe ich schon in mehreren Videos erklärt. Ihr könnt ja gerne meine Videos einfach mal durchgucken. Findet man ja in den Playlists hauptsächlich. So, was brauchen wir jetzt zu dem Ganzen? Nicht viel eigentlich. Hauptsächlich brauchen wir den Ansatz, das ist schon mal wichtig. Dann brauchen wir ein kleines Schälchen und wir brauchen halt irgendeinen anderen Becher noch, würde ich sagen, oder ein anderes Behältnis. Also ich sag mal so, diese drei Becher, die stehen jetzt hier einfach nur, weil ich mich nicht entscheiden konnte, ob ich jetzt das Becherchen nehme oder hier so eine kleine Schale. So, und was sagst du denn? Sind Becher besser oder sind Schalen besser? Ich würde, glaube ich, eine Schale nehmen. Eine Schale? Ja, weil du da besser reingucken kannst. Okay, dann. Becher, die sind immer so tief. Ja gut, kippen vielleicht auch ein bisschen schneller um, eventuell. Ja. Ich würde sagen, gut, nehmen wir die Schalen. Wir nehmen uns jetzt drei Schälchen, auf jeden Fall. Warum drei? Wir züchten ja nicht drei verschiedene Triopsarten. Nein, aber wir machen das jetzt diesmal so, damit die Zucht 100% erfolgreich wird. Machen wir das jetzt so, dass wir in all diese drei Schälchen machen wir jetzt ein wenig dieses Ansatzes rein. Nie alles rein machen, weil wenn ihr jetzt alles reinmacht, dann habt ihr es meinetwegen mit dem ersten Mal versaut, kriegt das dann nicht wieder hin mit dem Durchtrocknen und dem Aufbereiten und dann habt ihr den Ansatz versaut und habt dann meinetwegen Geld ausgegeben und es wäre ja schade, wenn man da keine Triops jetzt rausbekommt. Ne? Dementsprechend sage ich immer, es reicht ein wenig, weil die Zysten sind so klein, also die Eier, die seht ihr nicht wirklich. Also ein Auge, was sich nicht auf Anhieb, sag ich mal, also was sich nicht damit beschäftigt hat, etwas länger, sieht das nicht sofort, was ein Ei ist und was nicht. Du kannst ja mal sagen, hast du jetzt irgendein Ei gefunden in irgendeiner Schale von mir? Nein, ich musste sie auch pur zeigen. Ja, und das ist winzig. Genau, sie sind mega winzig, genau. Jetzt schütte ich hier halt so ein bisschen bodenbedeckt, schütte ich jetzt so in die Schälchen rein. Mehr mache ich mit dem Quatsch eigentlich, wenn es danach geht. So, rein damit. So, dann haben wir auch den Ansatz fast aufgebraucht. Also ein Schälchen wäre jetzt noch übrig, wie man sieht. Jetzt aber nicht schlimm. Somit haben wir jetzt noch, ja, einmal einen Versuch. So, wie gesagt, drei Schälchen nehme ich jetzt. Fülle die einfach nur mit dem destillierten Wasser auf. Wichtig ist zum Beispiel auch, das Wasser sollte schon auf Raumtemperatur sein. Und ihr solltet eure Raumtemperatur auf jeden Fall mal überprüfen. Oder die Stelle, wo ihr, sag ich mal, die Ansätze hinstellt. Am besten windgeschützt. So dass kein Zug entstehen kann, dass sie nicht einfach mal auskühlen durch einen zu leichten Windzug oder sowas. Am besten versuchen, die Temperatur konstant zu halten. Also stellt sie in einen Raum, wo ihr fast eine konstante Temperatur im Tag habt. Auch in der Nacht wäre es praktisch für die Triops, etwas Konstantes zu halten, weil Triops schlafen nicht. Die haben wie soll man sich das vorstellen? Unser Stoffwechsel ist nun mal so, wir essen was und nach 8 Stunden ungefähr haben wir das dann meinetwegen verdaut und verarbeitet und hier und da. Dann müssen wir ja natürlich das auch wieder ausscheiden. Aber beim Triops läuft das ein bisschen anders. Bei dem ist der Stoffwechsel so, ich weiß nicht, wie schnell er ist, aber er ist auf jeden Fall schneller als unser Stoffwechsel und als der meisten Organismen, die wir auf dem Planeten, glaube ich, haben, so sage ich jetzt mal übertrieben. Ne? Ich kenne mich ja noch nicht auf, nicht mit allen Tierchen aus. So, aber der Triops hat an sich einen schnelleren Stoffwechsel, das bedeutet, er ist dauerhaft am Fressen und er schläft halt nie. So, und wächst dementsprechend natürlich auch schnell von so einer kleinen Larve ziemlich schnell hoch. So, da können wir jetzt ruhig reinkippen, wie wir das machen, ist egal, also ob
da nur ein Ruck drauf kommt, Druck oder wie auch immer. Ein bisschen was einfüllen. So. Wie gesagt, der Stoffwechsel, der ist bei dem Triops ja nochmal etwas rasender. Und dementsprechend schläft er nicht. Also ihr solltet darauf achten, dass es dem wohl ergeht. Ne? Am besten zu jeder Zeit. Und dazu sucht man sich halt eine Stelle, wo man sich halt nicht wirklich drum kümmern müsste, sag ich mal. Oder so drauf achten muss. Ihr könnt euch ja ein kleines Thermometer mit reinhängen. Einige haben natürlich auch einen Heizstab drin. Ist für den Winter natürlich sehr praktisch. Habe ich im Winter auch drin. Der heizt sich dann immer so, dass er auf 25 bis 26 Grad läuft. Das ist immer meine Zuchttemperatur. 25, 26 Grad. Damit habe ich die meiste Erfahrung gemacht, dass es einfach am besten geht. So, jetzt, wie gesagt, nehmen wir uns den Löffel und rühren um. So. Umgerührt. So, das haben wir schon mal umgerührt. Das rühren wir hier genauso um. Und nach einer ungefähr einer halben Stunde circa oder so, oder nach einer Stunde, könnte man das wieder umrühren einmal. Und dann lösen sich die Eier natürlich vom Sand, weil die saugen sich ja jetzt voll. Und jetzt ist es so, dass die sich ja noch nicht vollgesaugt haben und haben ja noch Luft in sich. Und dadurch treiben die dann gleich an der Oberfläche. Also nach einer halben Stunde, Stunde können wir die wahrscheinlich schon an der Oberfläche beobachten und können dann mal so durchziehen, wie viel ungefähr jetzt so drin ist denn in den einzelnen Ansatz hier. Und daran sieht man, wie ungefähr die Schlupfrate ist. Und ich nehme jetzt drei Behälter, damit halt, wie gesagt, die Garantie höher ist, dass auch wirklich was durchkommt. Weil die erste Woche, bin ich der Meinung, die erste Woche ist wirklich entscheidend. Wenn sie noch Larven sind und sowas, ist alles in Ordnung. Denn ist es ja so, dass sie sich noch so von den kleinen Nährstoffen aus dem Wasser natürlich ernähren. Aber nachher, wenn sie dann anfangen zu fressen, dann müsst ihr eben halt mit dem Futter, ihr müsst Spirulina füttern. Und Spirulina breitet sich extrem schnell aus, sagen wir mal so, und frisst auch Nährstoffe aus dem Wasser weg. Dementsprechend muss man ein wenig aufpassen. Zahnstocherspitze davon rein und so. Und manchmal kann es auch so viel sein und... Was ich damit sagen möchte, man kann es in den ersten Tagen oder in der ersten Woche kann man es wirklich schnell versauen. Und wenn man die Wasserwerte versaut hat, die Triops stellen einen so schnell weg, wenn ihr im schnellen Stoffwechsel Pech gehabt und dann war's das. Und dann ist der Ansatz hin. So, jetzt habt ihr gesehen, wie ich das wieder ansetze. Wir haben die Zucht begonnen, sozusagen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke, dass du dabei warst. Lass mir ein Däumchen nach oben da oder gib mir eins nach unten, falls es dir nicht gefällt. Kann ja auch sein, dass es dir nicht passt, wie ich züchte. Aber ansonsten freue ich mich, dass du dabei bist. Danke für die 157 Abos. Vielleicht schaffe ich ja noch die 200 Abos. Das würde mich natürlich noch mega freuen. Vielleicht schaffe ich auch irgendwann mal die 1000 Abos. Bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns mit den Triopszuchten. Und ja, danke. Bis dahin. Ciao, ciao.